Der Hangar 7 am Flughafen Salzburg ist ein multifunktionelles Gebäude. Bei Planungsbeginn im Oktober 1999 war der Hangar 7 ursprünglich als Heimat der Flying Bulls konzipiert, deren Flotte Ende der 90er Jahre zu groß für die vorhandenen Platzverhältnisse am Innsbrucker Flughafen war. Der Hangar wurde vom österreichischen Architekten Volkmar Burgstaller geplant. Die Bauarbeiten am Gelände des Flughafens Salzburg begannen im Januar 2001. Am 22. August 2003 wurde das Bauwerk feierlich eröffnet. Mittlerweile zieht das Gebäude jährlich mehr als 200.000 Besucher an. Eine Sammlung historischer Flugzeuge wie den Red Bull Alpha Jet, sowie die B-25J, Helikopter und Formel-1-Rennwagen von Sebastian Vettel, Sebastian Buemi, Jean Alesi und Kimi Räikkönen kann man hier bewundern. Die 360 Bar ist in einer Glaskuppel unter dem Dach untergebracht. Der transparente Boden aus Sicherheitsglas gibt einen 360-Grad-Rundumwinkel und ist über eine Art Steg von der Empore aus erreichbar. Aufgrund der baulichen Vorschriften ist die Besucherzahl auf 20 Personen beschränkt. Die Bar ist jedoch seit längerem geschlossen. Für technisch Interessierte ist, wenn man schon in Salzburg ist, ein Besuch unumgänglich.